Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Zellen. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strollchen in einer solchen. Die Inzidenz ist nach wie vor der wichtigste Wert. Ich versuche auch nicht komisch zu sein. Ich glaube, also was eben vorgetragen wurde, ist in einem Punkt absolut richtig. Es war ja immer die Rede davon, wenn wir meinetwegen 70-80% Herdenimmunität haben, dann brauchen wir die also 60-Jährige nicht mehr zu testen. Das war ja immer das, was wir statistisch gesehen angekündigt hatten. Und jetzt ist das statistisch gesehen nicht gekommen. Das liegt aber nicht an einer Verschätzung der Situation von damals. Also die Wissenschaftler gehen jetzt davon aus, dass wir mit der Stärke der Impfstoffe, die wir haben, nicht die Qualität der Impfstoffe haben, die ausreicht, es zu erreichen, dass wir jemals, eben wurde darüber gesprochen, weil man muss ja mitdenken, also, dass wir jemals diese Inzidenz von etwas mehr als, also die 45%, dann kommen wir in sehr hohe Inzidenzen. Der Impfschutz geht über die Strecke etwas zurück, ich glaube so in 2 oder 3 Monaten, eben wurde darüber gesprochen, in 1,5 Jahren wird es nur noch 2 Gruppen von Menschen geben. Geimpfte und Ungeimpfte und testen. Jetzt weiß ich endlich auch, wieso Sie Köpfe haben. Soll ich sagen, Sie brauchen dann das viele Stroh nicht in der Hand zu tragen. Wir werden sicherlich zumindest die Basismaßnahmen, die AHA-Regeln und dazu gehört auch die Maske in bestimmten Bereichen, noch eine ganze Zeit brauchen. Das gibt's doch nicht. Die Frage ist doch gar nicht, warum müssen wir uns daran halten? Die Frage ist, warum darf der Staat uns das eigentlich vorschreiben? Das Risiko, dass ich mich anstecke oder dass ich jemanden gefährde, ist de facto nicht existent. Zumindest nicht in einem Ausmaß, dass der Staat irgendein Recht hätte, mein Verhalten zu regulieren.